Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelderland, unserem Roleplay-Projekt. Ich bin auf dem Weg in den Wald, werde da noch ein bisschen Bäume schnipseln, also absägen. Und die dann schon mal zum Sägewerk bringen, dann kann ich nämlich das Land hier verkaufen. Dann hängt mir das nämlich nicht mehr hinterher. So, weil die Fahrschule, die läuft ja auch nicht. Beziehungsweise, dafür brauche ich kein extra Gelände. Also das könnte ich ja dann, wenn es soweit so ist, könnte ich das auch einfach über eine ambulante Station sozusagen machen. So. Dann kriegen wir noch das Gewicht hinten dran und dann wären wir hier mit dem JD eigentlich wieder schon einsatzbereit, sage ich jetzt mal. Und jetzt mal ausschalten. Ich werde aber in die Richtung fällen. Hallo? Was sind meine Kettensäge? Ah ja, hier. Ah, perfekt gefallen hier. Auf den Traktor geht, ist alles gut. Ja. Ah, perfekt. Super. Dann nehmen wir den hier mal noch. Oder komme ich da reingefahren? Ich fäll den mal so, dann habe ich da ein bisschen mehr Platz. Um den dann zu holen. Holger? Oh, Telefon, Moment. Hallo? Ich hab ein. Hallo, ist der Heiko. Der Albert. So. Hallo, Albert. Ein großes Problem. Das Problem können wir jetzt aber nicht bequatschen, glaube ich. Dann hat sich das geerdet für heute. Ja. Schade. Dann hoffe ich, dass du bis nächste Woche wieder alle Termine erledigt hast. Der will kein Passwort haben. Ah, Moment, wenn das einzige Problem ist, dann kriegt man das hin. Beide eingegeben. Richtige Schreibweise. In der SMS hier. Hast du gesehen? Ja. Andere Leitung, Moment. Volker Varuna, hallo? Moin, hast du eine Palettengabel unten? Jo, liegt vor dem Schuppen. Könntest du uns die eventuell kurz leihen, für oben abzuladen?
Müsst ihr nicht abladen. Ich? Nein. Einfach drüber fahren. Okay. Okay, dann brauchen wir die nicht. Aber hast du schon abgeholt? Ne, ich komme jetzt runter. Ah ja, nicht, dass der Richter mir hier kein Geld überweist. Ne, ne, bis später. Gut, tschö. Oh, Albert, wie schaut's aus? Komm gleich rein, er badet noch. Okay. Gut, ich habe nämlich schon das LU beauftragt, das Fell weiter anzusehen. Oh ja, gar nicht reinkommen, ne? Ja, doch. Das brauchte ich nämlich im Wald. Wir müssen doch das Waldstück noch abernten. Dass wir hier das endlich verkaufen können. Oh, jetzt halt wieder. So, jetzt kommt gleich eine Synchro. So, nächste Raum. Habe ich den oder muss ich den nicht? Holger war Hunger, hallo? Hallo, hier ist Herr Gordes vom Unternehmen. Hallo. Ist das richtig, dass Tabak angesiedelt werden soll? Was ist denn drauf auf dem Feld, Albert? Tabak. Ja, dann wird das wohl schon stimmen. Ja, dann fange ich jetzt an, ne? Ja, das wäre gut, aber machen Sie Ihren Job besser wie das letzte Mal. Ja, ich versichere es Ihnen. Ihren Namen habe ich im Kopf, denken Sie dran. Ja, okay. Dann ja. Tschö, bis gleich, ich rufe Sie dann an. Oh. Ja, geben Sie einfach mal Gas.
Oh, was ist denn das für eine Ziehharmonika, Alter? Das ist ja katastrophal, Leute. So, wo... Burger, hast du... Albert? Ja? Jo, wo treibst du dich rum? Ich bin oben am Sägewerk. Da soll ich hochkommen. Ah, naja, du müsstest in den Wald kommen. Jetzt bin ich gerade im Überlegen. War der... Springt der Jürgen da rum? Noch keinen gesehen. Der Walter war oben links, ne? Oder hier beim Sägewerk? Ja, oben links. So, ja, dann komme ich da hin. Okay. Aber musst du dich ein bisschen spuden, sonst bist du die ganze Zeit nur auf den Beinen. Genau, ich beeile mich um. Ich hänge einen Daumen raus. Ja, das wäre praktisch, aber pass auf, dass die richtigen Leute dich mitnehmen. Nachher endest du in irgendeinem Keller. Nee, das wird nicht passieren. Gut. Dann sagt's immer so leicht. Gut, liebe Leute, am Rande noch eine kleine Info. Heute haben wir Folge 100 vom RP auf der Grünfelder Land. Fällt mir gerade wieder ein. Ja, vielen Dank für eure Unterstützung, für eure Views auf den Videos. Macht natürlich richtig Laune hier zu zocken, auch wenn wir gelegentlich Probleme mit den Servern haben oder mit dem Server. Ich hoffe, dass wir das bis nächste Woche mal ein bisschen unter Kontrolle kriegen. Wir werden vielleicht mal auf den anderen Server ausweichen, einen anderen Anbieter, um zu gucken, ob das da besser läuft. Und dann ja, hoffe ich mal. Weil das ist heute wieder katastrophal. Ja, vielleicht hast du Glück, da fährt gerade hinten ein schwarzer Audi rum. Bin auch fast wahr. Ah, okay. Ich hoffe, dass das wird. Ja, die 11. Waldstück 11. Hey. Dieser Traktor halt, der macht mich fertig. Da musst du bleiben, ganz gut. Ich hoffe, dass ich hier. Ja, da bin ich. Da ist er doch. Böde. Dickere Kie. Hä? Ah! Hi, Albert. Du kannst schon mal hier hinten hier an der Reihe gucken, dass du die Bäumchen umfällst und entastest. Einfach mal hier um den Schotterplatz drumherum. Okay? Ja, mach ich. Gut. Wie gesagt, der Plan ist, dass wir diese Woche noch das Waldstück verkaufen. Weil es lohnt sich einfach nicht. Oh, das schaffen wir. Gucken wir mal, ob das... ob wir uns dann, wenn es notwendig ist, nochmal ein anderes Waldstück kaufen. Das werden wir sehen. Barona, hallo. Hallo, Polizeiinspektion Grünfelder Land, Richter. Ja. Ich wollte mal fragen, ob Sie einen Elektriker kennen. Oder ob das auch der Bauhof macht. Ich glaube, ich bin hier am falschen Ende, ey. Wann kommt der hier an und labert mich immer voll? Ah. Einfach mal ausschalten. Ja, da kann man nur auflegen. Gibt's ja nicht.
nicht, ey. Unglaublich, dieser Richter, ey. Ich weiß nicht, wie es der zur Polizei geschafft hat. Und manche haben mehr Glück als Verstand, meinst du? Ja, so ungefähr. Oh, ja, schwankt er aber ordentlich hier. Ich glaube, ich muss mal kurz klein mal den Richter, den Jürgen anrufen. Den ja versprochen, dann kriegt er die auch noch. Baumfeld! Hey, noch nicht? Ah, meiner. Persönlich, hey. Volker Varuna, hallo? Hi, wir sind unten. Ja, schön für dich. Möchtest du aufladen mit dem Teleskoplader? No. Den hier steht. Wenn ihr den, wenn ihr den fahren kannst, Schlüssel steckt. Oh. Aber bevor du die oben ablieferst. Ja, ruf ich dich nochmal an. Ja, nicht, dass der mich um die Zeche brellt. Jo. Gut, fünf Paletten müssen ja dastehen. Nur die Holzkohle hier unten. Nur die Holzkohle. Okay. Gut, bis dann. Jo. Tschö. Aber was ist denn das hier im Baum? Ich will einfach nicht umfallen, ne? Aber... Warte mal. Doch gar nicht. Warte. Wer hat schon 100.000 Schnitte angesetzt? Jetzt kommt er. Achtung, pass auf. Wurde ja auch mal Zeit, dass er fällt. Gott sei Dank. Wie geht das so schnell? Ja, ich habe inzwischen raus, wie es geht. Du musst ja nicht alle absägen. Einfach so nebendran laufen und ganz oft klicken, drücken. Ja, den brauchst du nicht abmachen. Ist bares Geld, Kollege. Wenn du die kleinen Spitzen abschneidest, kriegst du mehr Kohle. Was? Ja, ja. Je länger die sind und umso besser ist es. Ja, aber wenn du die Spitze abschneidest, ist er ja kürzer. Normalerweise werden sie bis hier, wo ich stehe mit der Säge, ne? Dahin. Weil das ist ja mit der Breite oder so, hat das ja zu tun. Oh, hier ist noch was dran. Okay. Gut, liebe Leute, also wir machen hier weiter im Forst. Morgen haben wir nochmal Zeit auf jeden Fall. Da müsste man, glaube ich, schon runterfahren. Aber das sehen wir dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein. Bei der nächsten Folge Real Farming LS19 meets Reality. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.